Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und ab dem Video geht's los. Ich baue mir meinen Race Car für... Was heißt das jetzt genau? Ganz einfach, als ich beim Truppe im Livestream zu Gast war, hat er anschließend gefragt, ob ich nicht Lust habe, dass ich mitmache, ob ich nicht ein Fahrzeug bauen möchte fürs Race, und ich habe leichtsinnigerweise zugesagt. Naja, und wer so leichtsinnig ist, der muss dann natürlich auch so ein Gefährt bauen. Ich freue mich eigentlich schon ein bisschen drauf. Während der Planung habe ich aber schon gemerkt, dass es eine echte Herausforderung wird. Ich hoffe, ich bin der in irgendeiner Weise gewachsen. Deswegen wird das Video oder die Videoreihe, die es jetzt darüber gibt, auch ein bisschen anders werden. Und zwar nicht wie sonst, dass ich irgendwas baue und versuche euch mit meinen rudimentären Kenntnissen zu erklären, wie irgendwas funktioniert. Was ja eh meistens nicht funktioniert. Sondern diesmal wird es so sein, ich baue Stück für Stück und dann werden sich wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Fragen auftun und dann versuche ich das mit euch irgendwie so ein bisschen gemeinsam zu lösen. Es gibt ein paar Regeln für das ganze Rennen und die sind folgende. Also die, ich sage mal, die wichtigsten Regeln sind die: Das Gefährt muss drei Räder haben. Also 1, 2, 3, check. Das Gefährt muss Bremsen haben. Ja, logisch, okay. Wir fahren ja da auch bestimmt 10 km/h. Es darf nur ein Kit verbaut werden. Also mit Kit ist der Motor hier gemeint. Wir haben alle den gleichen Motor in dem Gerät. Material ist egal, es darf nur kein fertiges Catcar sein. Ja, ist ja logisch, wir wollen ja was bauen. Und das war es im Großen und Ganzen dann auch schon. In dem Moment, wo man sich auf sowas einlässt, muss man natürlich erstmal anfangen, das Ding zu planen. Und dann, wie ich gelesen habe, es darf maximal 3 Räder haben, hatte ich irgendwie keine Ahnung, warum... so ein Rennwagen im Kopf. Ja, und auf der Basis bin ich dann in die Planung gegangen und habe mir gedacht, ich baue mir einen Silberpfeil. Sehr gut. Funktioniert aber nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das auch nur annähernd so hinkriege, dass das Ding nach irgendwas ausschaut. Ja, und deswegen habe ich dann halt einfach so ein bisschen anders geplant. So, die Ergebnisse schauen dann ungefähr so aus. Ich habe angefangen, das Ding von vorne nach hinten zu überlegen und deswegen habe ich vorne mit einem Rad bei der Lenkung angefangen. Ich glaube, dass der Truppe das geplant hat mit einem Fahrradlenker oder die Front vom Fahrrad oder sowas. Ja, das wollte ich nicht. Ich will es halt irgendwie versuchen, so weit wie es geht aus Holz zu bauen, aber das ist gar nicht so einfach, weil es ist halt einfach Holz. Hat halt irgendwo seine natürlichen Grenzen, dann bricht es einfach. Vor allem, wenn du mehr als 45 Kilo wiegst, wie ich. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, was mache ich jetzt vorne, dass ich das Ding irgendwie lenkbar kriege? Und als dann der große Familienrat bei uns daheim getagt hat, kam ich dann auf eine Lenkrolle. Zuerst habe ich dann an so ein Ding gedacht und habe mir gedacht, naja gut, ist nicht besonders groß für den Zweck. Hab dann noch mal ein bisschen gegoogelt und geschaut und hab dann die Dinger gefunden. Also, ein Schmerz. Oh. Also, das Ding hält mich auf jeden Fall aus, behaupte ich mal, und hat genug Kraft, dass es ja, das ganze Gestell auch aushält. So, dann war jetzt die Frage, wie lenke ich das Ding? Und da ist jetzt der Plan folgender. Ich mache mir jetzt einfach diese Achse raus, die da bis jetzt drin ist. Und da stecken wir uns einfach eine Gewindestange rein und da will ich dann meine Füße draufstellen und will dann auf der Gewindestange letztendlich mit den Füßen lenken. Ob das funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir die Gewindestange hier überhaupt reinbringen, beziehungsweise ob wir das Ding da rausbringen. Alle, die mir auf Instagram folgen, die haben ja schon mal meinen Prototyp. Ich glaube, ich habe den da gepostet. Prototyp gesehen, wo ich mal ausprobiert habe, ob das überhaupt hinhaut, dass mich meine hintere Achse hält. Ja, yes. Aber so wie es ausschaut, hält mich das schon. Ja, schauen wir halt mal, ob das funktioniert. So, also das geht schon mal raus.
Scheibe runtergefahren. So, also. Ich muss ja jetzt eigentlich erst einmal schauen, wie lang, dass ich die Stange lassen muss, damit ich mit den Füßen dann auch ordentlich lenken kann. Also wenn es jetzt mal so fest ist und ich dann die Füße da drauf haben will, dann muss ich ja auch noch rechnen, dass wenn ich jetzt einmal um die Kurve gehe, dass ich dann hier irgendwie... Na ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann lasse ich das... Ich lasse das 20 cm auf jeder Seite rausschauen, weil abmachen kann ich immer noch was. Ranmachen kann ich nichts mehr. Das wäre dann blöd. Also machen wir da noch 20 cm. Machen wir einmal eine Markierung. Und dann wird es abgeschnitten. Ich möchte mich jetzt an der Stelle auch nochmal bedanken. Und zwar habe ich bei Instagram mal was gepostet. Und zwar hatte ich ein bisschen ein Problem, beziehungsweise das habe ich eigentlich immer noch, dass ich nicht weiß, wie ich den Antrieb an der hinteren Achse festmachen soll. Und hatte da eben die Idee, nein, das war doch gar nicht bei Instagram, das war in den letzten News. Und hatte da die Idee, dass ich das irgendwie mit so einem, ja, mit so einem Adapter, mit einer Büchse, Buchse, irgendwie sowas, hat mir jemand in den Kommentaren erklärt, mach. Und ich habe, und dafür möchte ich mich jetzt erstmal bedanken, ich habe, ich glaube, 15 oder 20 Nachrichten bekommen von Leuten, die von sich aus sagen, hey, ich drehe dir das Ding, überhaupt kein Thema, sag mir einfach die Maße, ich schicke das zu. Also, das muss ich ganz echt sagen, die Community, die es hier in unserem Bereich gibt, die ist echt mega. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Das ist echt spitze. Dann schrauben wir das Ding jetzt mal wieder rein. Ach Mann! Nächster Versuch. Ach so, ich mach's im Liegen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Okay. Also. Boah, der Wahnsinn. Wie ich's drauf hab. So. Das mache ich da einfach von jeder Seite zwei Muttern drauf und die konter ich dann da hinten irgendwie. Und dann wird es schon halten. Ich hält es. Warum sollten es nicht halten? Also ich denke, das hält wie Sau. Kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht tue ich dann am Ende noch ein bisschen Schraubenkleber ran. Aber erst, wenn alles so weit ist, dass ich weiß, so passt es und so funktioniert. So, also, das ist die Lenkung. Das halbe Auto ist schon fertig. Das ist doch klasse. Gut, wie geht's weiter? Brauchen wir irgendwas, woran die Lenkung befestigt ist. Ich zeige euch mal das Holz, aus dem ich mal den Rahmen machen möchte. Und zwar ist es das hier. Das ist 80x80, glaube ich, Brettschichtholz. Hochwertig wie Sau und teuer wie Sau. Aber ich habe halt einfach ein bisschen, ja, ich kenne mein Gewicht, wisst ihr? Und deswegen muss ich halt einfach gucken, dass ich mir das so baue, dass es da wirklich stabil ist. Und da möchte ich möglichst wenig Sollbruchstellen haben. Und das ist echt stabil, glaube ich. Und jetzt ist der Plan der, dass hier einmal ein Stück von dem Holz da drauf auflegt. Ich zeige euch nochmal schnell das Bild, ich blende es euch nochmal kurz ein. Und zwar, ja, also es soll einmal hier eben dann so ein kleiner kurzer Balken rübergehen, der dann nach unten geht, um einen Höhenausgleich zu schaffen. Höhenausgleich brauche ich, weil die Räder einfach unterschiedlich groß sind und unterschiedlich aufgehängt sind. Ja, und deswegen brauche ich den halt einfach. So, und jetzt ist bloß die Frage, wie ich das Teil hier an dem Balken befestige, weil so ist es zu breit, so ist es erst recht zu breit. Jetzt mache ich mir einfach, ich mache mir jetzt da eine Hilfsplatte aus Holz, ich werde die wahrscheinlich aus Siebdruck machen, und da dran befestige ich das und die Platte befestige ich dann da dran. Oder andersrum. Wenn du nämlich so ein unfassbar großes Holzlager hast wie ich, dann weißt du genau, was du hast.
Die ist perfekt. Dann schneiden wir uns da jetzt mal ein Stück hier runter. So. Wir werden nicht taub werden. Also die Dinger, die funktionieren, glaube ich, überhaupt gar nicht. So, dann machen wir uns da ein paar Löcher rein. Ich mache das jetzt ganz genau, Pi mal Auge. So passt's. So, ich muss jetzt was bohren dabei. Der Videodreh verzögert sich um ca. 20 Minuten, weil ich einfach meinen Saustall nicht in den Griff kriege. Geht euch das auch so? Ich weiß nicht. Ich habe erfolgreich meinen Kram von einer Seite auf die andere geschoben. Jetzt mache ich mal da 4 Löcher rein. Ich mache mal 10er Löcher rein, obwohl ich es mit 8er Schrauben befestigen will. Einfach, weil ich mich ja kenne, wie genau ich arbeite. Und deswegen habe ich mir gedacht, es macht wahrscheinlich Sinn, so ein bisschen Kulanz mit einzuplanen. Wenn ich das Ding jetzt da oben drauf schraube, dann muss ich ja irgendwie die Platte auch noch da dran befestigen. Deswegen mache ich mir jetzt hier auch noch 4 Löcher durch, wo ich dann zuerst die Platte da drauf festschraube und danach von hier das Rad festschrauben kann. So, Die Frage ist jetzt natürlich gleich wieder, wie weit darf ich jetzt hier oder wie weit muss ich vom Rand vor dem Balken da wegbleiben, dass es mir beim Reinschrauben dann nicht hier gleich wieder die Stabilität zerhaut. Ich bleibe jetzt einfach 2 cm vom Rand entfernt. Dann schauen wir mal, ob das hinhaut. Verschrauben möchte ich es mit den Dingern hier. Ich habe mir das jetzt überlegt, weil die sind lang genug und ich hoffe, dass ich da einigermaßen Stabilität hinbringe. Jetzt muss ich natürlich aber den Schraubenkopf versenken, weil da ist ja dann die Platte von der Rolle dran. Deswegen tue ich jetzt mit dem Forstnerbohrer erst einmal hier einfach ein Stück vorbohren. Wie tief? Oh ja, Bohrkopftiefe. Und dann bohre ich das Loch ganz durch, dass die Schrauben mal durchpassen. Schauen wir noch, wo die Löcher genau in den Balken müssen. Balken, Kantholz, was auch immer. Ich finde ja diesen Pick-up-Pen geil, weil du kannst die Mine so schön rausmachen und kannst eben gerade in solche Löcher prima rein zum Anzeichnen. Ich habe ihn euch unten verlinkt. Also normal alle, die sich gerne mal ein bisschen über Werbung und Amazon-Wunschlisten oder Verlinkungen oder sowas aufregen, das Projekt hat mich aktuell bis jetzt, ich sag mal so rund 400-450 € gekostet. Also, YouTube ist teuer. Und dann machen wir uns da einfach noch ein paar Schräubchen durch. Hey Leute, ich sag's euch, über Kurven fahren, da haut's euch her. Lenkung hat funktioniert. Das ist für mich schon mal der erste Lichtblick. Wenn du ein Projekt planst, da hast du irgendwie 1000 verschiedene Sachen, die schief gehen können. Und deswegen bin ich dann immer froh, wenn eine Sache dann so funktioniert hat, wie ich mir's jetzt letztendlich vorgestellt habe. So, erster Teil Ende. Im zweiten Teil machen wir dann weiter mit der Rahmenkonstruktion nach hinten raus. Wird auch wieder ein bisschen knifflig für mich, weil ich nicht genau weiß, wie sind die Abstände, weil ich muss ja mit den Füßen dann auch auf die Stange da vorne drauf kommen. Und vor allem auch so, dass wenn ich einschlag, dass ich dann immer noch mit dem Fuß da hinten. Also ihr wisst schon, das wird alles ein bisschen kompliziert. Schauen wir mal. Also, im nächsten Video geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Micha.